Angela wollte uns etwas zur aktuellen Situation bei unserer doch so tollen, hochgerüsteten Bundeswehr erzählen. Friedenslichter brennen, jetzt können wir anfangen. Was mir jetzt die Tage mal aufgefallen ist, ist Folgendes. Die ganzen Jahre hat man nichts gehört, irgendwo Bundeswehr würde das ganze Zeug nicht funktionieren, egal ob es irgendwelche Boote sind, ob es irgendwelche Flugzeuge sind, Raketen, Panzer oder sonst irgendwas. Und jetzt plötzlich häufen sich die Meldungen über Einsatztechnik, die nicht einsatzfähig ist. Und das kommt mir doch irgendwo doch so ein kleines bisschen spanisch vor. Welchen Hintergrund hat das? Das ist ganz einfach. Amerika fordert Aufrüstung, die deutsche Bevölkerung muss dazu bereit gemacht werden, Geld, Steuergeld in die Ukraine, in die Bundeswehr zu stecken. Und schon häufen sich die Meldungen, und es werden von den Politikern Forderungen gestellt, mehr Milliarden für die Bundeswehr, Aufrüstung, Aufrüstung, Aufrüstung. Doch wem nutzt es? Es nützt den Rüstungskonzernen. Genauso wie in den USA sind momentan die Aktien der Rüstungskonzerne auf einem Allzeithoch. Braucht euch bloß mal die Entwicklung anzuschauen. Wo das Ganze hinführt, das wissen wir. Das ist ein Wettrüsten, was jetzt wieder in Gang gesetzt wird, um die Wirtschaft anzukurbeln, um Wachstum zu kreieren. Und das einfach mit dem Hintergrund, ja, wir brauchen das. Aber wofür brauchen wir das? Wir brauchen das überhaupt nicht. Eine Waffe hat noch nie Frieden geschaffen. Man könnte sagen, naja, aber die Waffe selber macht ja nichts. Der Mensch dahinter tut es. Aber wenn ich die Waffe nicht habe, dann kann ich damit auch nicht schießen. Und deswegen sage ich Nein zur Aufrüstung der Bundeswehr. Ich sage Nein, ich will mein Steuergeld nicht dort hineinstecken. Ich möchte mein Steuergeld lieber haben, um hier einen sozialen Staat zu haben, wo nicht Hartz-IV-Empfänger abgekoppelt werden, am untersten Niveau leben, wo diejenigen, die Arbeit haben, sich zu Tode buckeln, keine Zeit mehr haben nachzudenken und immer mehr Menschen aus der Gesellschaft abgekoppelt werden. Wir haben so viele Arbeitslose. Warum stecken wir dieses Geld nicht in Ausbildung, in Fortbildung? Ich kenne so viele Menschen, die gerne eine Ausbildung machen würden. Ihnen wird gesagt, nein, wir zahlen dir keine Ausbildung. Such dir einen 400-Euro-Job, damit du uns nicht mehr auf der Tasche liegst. Das ist die Wahrheit und nichts anderes. Deswegen, ich bin für den Frieden und ich rufe hiermit den ersten allgemeinen Weltfrieden aus. Danke. Dankeschön, Angela. Das ging es heute so rund, ganz vergessen, darauf mal hinzuweisen. Wir wollen ja auch eine neue Gesellschaftskultur hier aufbauen, das heißt also auch ein bisschen weg von dem Kommerz. Und wir haben hier einen gedeckten Tisch, hier sind Sachen drauf. Wenn euch davon etwas gefällt, einfach mitnehmen, das ist alles zu verschenken. Aber auch für die nächsten Montage, wenn ihr etwas habt, was ihr nicht mehr braucht, aber denkt, ein anderer kann es vielleicht noch gut benutzen, noch gut gebrauchen. Bringt es einfach mit, legt es hier hin und wer es brauchen kann, ohne Scheu, einfach dann auch mitnehmen. Wir haben ja auch eine Bücherkiste, schaut mal durch, wenn da was Interessantes ist, da dürft ihr euch auch einfach Bücher mitnehmen. Es kostet kein Geld. Wir haben aber auch eine Verleihkiste, dort sind also dann Videos drin. Dort bitte nur kurz euren Namen und Telefonnummer angeben, damit wir wissen, wer die Videos hat. Auch das alles absolut kostenfrei und da könnt ihr euch dann also auch weiter informieren. Unser Horst, der hat eine schöne Broschüre zusammengestellt über die Problematik in der Ukraine. Dummes Zeug, eine schöne Überschrift dafür. Und auch diese Broschüre liegt hier vorne und ist ebenfalls kostenfrei. Also wer sich da näher informieren möchte über die Hintergründe, was so in der Ukraine läuft, ist gerne eingeladen, sich dann auch hier vorne eine Broschüre mit nach Hause zu nehmen. Zum Lesen. Ist dann mal ein bisschen was anderes, als immer in den Computer zu schauen.